Ja. Call of Duty ist nicht realistisch. Man stirbt zwar schnell. Und auch man die Zeit, bis man stirbt, ist auch okay. Aber zum Beispiel dieser Bloody Screen, zum Beispiel ist so real, ja man. Ja. Wir kennen uns alle. Das perfekte Beispiel ist einfach Duty Calls. Es ist einfach so. Es zieht das Ganze einfach ins Lächerliche. Und so war zu Recht. Wenn man mal das Ganze vergleicht, Battlefield mit Call of Duty. Und Battlefield ist ja. Ich meine, wenn du bei Battlefield einen Heli abschießt, dann ist das voll das Szenario, Junge. Da geht das voll ab. Das Ding stürzt ab, kracht auf den Boden. Du kannst sogar dann noch davon sterben. Und bei Call of Duty, da schießt das Ding einfach mit dem Raketenwerfer ab. Da passt das da kommt eine kleine Rauchwolke und das war's. Das Ding stürzt, ist zerbricht, fliegt wild durch die Gegend in 85 Teile und ja, toll. Was hat man dann davon? Nichts. Und allgemein, zum Beispiel, was auch auffällt, und ich weiß jetzt nicht, was ich machen wollte, ich glaube, ich wollte mir Suppe machen. Ja, das glaube ich, wollte ich machen. Ist das. Wenn man bei Call of Duty kann man einfach auf meinetwegen eine Drohne, die was weiß ich, wie weit am Himmel ist, auf die kann man einfach drauf schießen. Man trifft die auch. Man braucht einfach nur mit dem Fadenkreuz, beziehungsweise mit dem Visier, einfach nur hinterhergehen. Also quasi, wenn jetzt der Baum die Drohne wäre und die sich mehr bewegen würde, müsste ich einfach nur so mit dem Fadenkreuz mitgehen und ich würde die Drohne treffen. Bei Battlefield, wenn du die abschießt, das Ding, du musst vorhalten. Leute, wenn jetzt meinetwegen der René bleibt mal da stehen. Oh. Ja, oder, ja, geh dann wieder da hoch. So, der René ist jetzt einfach mal ein Jet. So, und wenn der würde jetzt, geh mal ein Stück nach, warte, links. So, ich müsste so ungefähr immer weiter ein Stück vorhalten und so, und dann müsste ich schießen, damit ich das Ding treffe. Und das, finde ich, ist schon mal eine gute Sache. Und ich finde auch, dass Battlefield eher einer Simulation ähnelt als jetzt ein Call of Duty. Und ja, jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich nur dumm rumgelaufen. Ich glaube, ich wollte ein bisschen Holz machen, weil Mann, du Kackschaf, mach nicht mal die ganze Ernte kaputt. Kackschaf. Stirb. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen und dann glaube ich beende heute dann mal, weil langsam wird's echt viel. Das ist langsam so, wenn wir 40 Minuten aufnehmen, so viel ist das jetzt gerade bei mir. Wenn, also ordentlich, nicht wenig. Brauchst du mal Materialien, Glas, Holz, Stein? Nee, mit das ganze Glasgedöns mache ich erst später. Ja, ich habe 2 Stacks Glas, ich habe 5,5 Stacks Rohholz. Ja, toll. Also, gut, Stein habe ich dir meinen ja schon ganzen abgedrückt, sehe ich gerade. So, und jetzt wäre dann quasi hier die Decke. Jo. Ach ne, Moment. Willst du auch dieses Holz als Boden haben? Ja. Ja, dann muss ich das Ganze anders machen. Ich hab noch hier von dem Holz mehr als genug. Ja, ich komme mal. Ich baue das mal gerade ab. Hier. So. Ja, warte, ich komme sofort. Ja, aber ich glaube jetzt spreche ich kein neues Thema mehr an, weil wobei ich finde, das als Decke sieht irgendwie scheiße aus, wenn man das Ding als Decke hat. Mhm. Ich weiß nicht, wir können auch Stein nehmen. Quatsch. Ah, auch wahr. Das muss nochmal da weg. Ich mache das jetzt so, ich werde jetzt da trotzdem das normale Holz machen. So, und dann eine Schicht drüber, dann Stein, und dann wieder, dann das Holz, was du jetzt da gerade abbaust. Ja, genau. Dann mach mal einfach das, was du jetzt so gesehen als Deckkörper haben willst. Genau, das normale Holz. Warte, ich schmeiße da mal. Was mache ich? Ich schmeiße das jetzt nicht mal so. Hoppalala, jetzt habe ich mich aus Minecraft rausgeklickt. Warte, da, das ist. Mal hier kannst du dir auch noch ein bisschen was von machen. So. Moment, jetzt ist das.
So, und dann glaube ich, bin ich für heute komplett mit Rendern bedient, glaube ich. Glaube ich auch. Wenn ich sogar noch, wenn ich nicht sogar noch morgen mit beschäftigt bin und Mass Effect wollte ich auch noch aufnehmen. Na gut, dann hast du erstmal zu tun. So, ja. Soll ich jetzt, ja, warte, ich mach das jetzt mal gerade hier zu Ende. Mhm. Mit Stein. Mhm. So. So. Du hast jetzt mein Holz, ne? Jetzt mach mal unten hier, einfach da, wo jetzt das Holz ist. Ja. Gib mir mal das andere Holz. Das Rohholz? Ja, ja, nicht das Rohholz, das, hier Birkenholz. Achso, das ist das Falsche. Das ja. Verdammt. Ach, das gebe ich dir mal gerade wieder. So, ja, das ist ein Stack und eins, aber ich glaube, damit komme ich nicht hin. Ja, ich hab noch. Ja, gib mal einfach alles her. Ja, okay, das reicht. Vielleicht immer noch ein halbes Stack Rohholz davon. Jo, das willst du ja dann jetzt als Boden haben. Jo. Okay, dann machst du jetzt da. Warte, ich setze da jetzt einfach mal einen. Einen hin. Moment. Da, wo ich jetzt diese vier hingesetzt habe. Ja. Da machst du jetzt meine Decke. Aha. So, und das hier ist dann jetzt quasi schon. Mein Boden. Richtig. Jetzt. Dann gehst du nach unten, kannst mir mein Eichenholz, aber das nee, ist wieder. Du machst jetzt unten meine Decke. Ich mache hier oben das. Achso, okay. Mach ich unten. Weil ich dann diese, weil ich mich hier mit dieser Architektur, sag ich mal, jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen befasst hab. Mhm. Nein. So. Aua! Aua! Stirb. Aber bitte nicht. Nee, das stimmt. Also hier an dem Teil sitzen wir lange, glaub mir. Jo. Wobei ich glaube nicht so lange wie du bei dir, zumal wir jetzt auch. Ja, weil ich da ja auch alleine. Gearbeitet erstens mal alleine dran gebaut habe und zweitens auch immer wieder Materialien gesammelt habe. Ja, und die Materialien haben wir jetzt auch fast komplett. Ich weiß eben, nicht, ob wir. Vor allem, weil wir jetzt auch zwei gesammelt haben. Na gut, du hattest ja nicht viel. Du hattest nur vier Steine. Ja, und das Rohholz hatte ich ja auch. Rohholz habe ich mehr ja, als da, genug. Naja, aber das habe ich mir dahin gepflanzt. Gut, dann verarbeiten wir mal. Ich hoffe, das passte so, also wie viel Scheiß da gegeben habe. Ach, fuck. Stein. So, dann für die nächste Aufnahmesession werde ich mir dann mal ein paar andere noch ein paar Themen überlegen. Ja, kannst oder du auch. Kannst ja auch gerne mit überlegen. Ja, ja. Und dann schreibe ich mir die alle auf, wenn die welche einfallen. Und falls. Ich verbaue mich hier gerade. Ja, verbaue ich hier nicht. Da Zeit. Ist ja egal, irgendein Thema einfach. Ja, ja. Was hältst du von Essen? Viel. Ja. So. Och nö. Ich glaube, ich habe keinen Dings mehr. Was? Ich glaube, ich habe nicht mehr von deinem Boden jetzt. Ah, ich habe noch. Muss das nur da hochbringen. Ich komme. Ja, warte. Ja. Achtung. Ja, das klappt nicht. Na natürlich. Musstest du du. Ach so, nee, ja, das ist ja total behindert. Ja, okay, das funktioniert aber. Nein! Die Killjob. Wie das funktioniert. So, gib einfach. Ja, das reicht schon. Ich gebe einfach alles. Nein! Ja, hab ich nicht. Ach so. Au, 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 au. Obwohl, das glaube ich wäre doch noch knapp geworden. Ich sag mal im Essen. Ich hab hier die Decke. Yo, I make your Decke completely. Jo, dein Dings ist hier auch fertig. Ja. So. Okay, das hätten wir. Hm.
solche. Aua. So, warte, mein Rohholz verwende ich jetzt nochmal eben und mach schon mal diese. Fuck. Hm. Klappt nicht. Was ist Passwort gemacht? Von der anderen Seite ist deutlich einfacher. Ich stehe aber nicht auf der Seite. Wie soll ich das hier in die Höhe ziehen, so hoch halt? Hallo! Ja, vier, warte. 1, 2, 3, 4. Also 4 Blöcke drauf. Jo. Aua. 3, 3, 4, das machen wir noch und dann hören wir auf. Was mich wundert, das läuft echt schön ruckelfrei. Das gefällt mir so. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten paar Titel. Das sind natürlich jetzt einige. Jo. Das sind einige. Nächstes Mal würde ich sagen. Jo, tschüss.